dich. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was ich hier vorhab mit dem Flyfish Frame. Den habe ich jetzt schon ein paar Tage hier liegen und habe mir dazu die TPU-Druckteile nochmal neu gedruckt, weil ich andere Farben wollte, weil aber auch das Original GPS eigentlich für ein kleineres gedacht ist und ich nur ein BN 220 da habe, so dass ich jetzt hier erstmal die Druckteile ein bisschen sauber machen werde, dass wir die nachher im Frame verbauen können. Motoren habe ich für diesen Bild die 533 rausgesucht. Ich denke, die passen hier ganz gut. Videoübertragung wird Walksnail HD. Der Stack wird ein Zeus Stack zusammen mit dem passenden ESC. Dann das GPS, wie gesagt, BN 220. Ein Wi-Fi Finder, falls das gute Stück mal verloren geht. Dann kommt noch ein Elko mit dazu und für den GoPro Mount, den habe ich auch schon ein bisschen überarbeitet, so dass man hier mit der Quadmula Lösung mit den Distanz Spacern arbeiten kann. Genau. Als Empfänger kommt ein Crossfire Nano RXSE mit rein und dass das Ganze farblich natürlich auch wieder passt, kommen die HQ-Props einmal in Grau und einmal in Gelb mit an den Frame auf die Motoren. So, hier sieht man einmal den kompletten Umfang an TPU-Druckteilen, den der Hersteller hier mitliefert. Wie gesagt, der GPS-Mount, der zu klein ist für mein GPS. Ich habe mir dann diesen hier selber gedruckt. Es gibt auch einen GoPro Mount, der aber nicht hier mit drin ist, beziehungsweise nein, also es gibt keinen. Der GoPro Mount wird nicht mitgeliefert, wie es aussieht. Zumindest ist er bei mir nicht mit dabei. Was aber nicht schlimm war, weil ich, wie erwähnt, mir den eh einmal selber gedruckt habe in der anderen Farbe und mit entsprechenden Modifikationen, so dass ich diese Spacer hier von Quadmula reinbekomme. Dann kann ich das nachher schön auf dem Frame verschrauben. Die 3D-Druckteile sind allgemein sehr ordentlich von der Qualität her. Und ich werde jetzt meine Teile, die teilweise noch so ein bisschen Stringing dran haben, sauber machen und kurz schauen, dass ich das noch ein bisschen optisch besser hinkriege. Dazu nutze ich dann neben dem Seitenschneider auch immer so einen kleinen Bunsenbrenner. Damit gehen diese feinen Härchen, die beim Stringing entstehen, eigentlich ganz gut weg. So, wie gesagt, grob sauber gemacht, jetzt kurz mit dem Bunsenbrenner drüber, achtet unbedingt drauf, dass ihr natürlich eine feuerfeste Unterlage drunter habt und nicht zu lange, damit sich eure Teile natürlich dann auch nicht verformen oder irgendwo angekugelt sind. So, jetzt schauen wir uns die Teile mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier einmal so ein Battery Pad, damit das nicht hin und her rutscht. Das andere Teil hier, muss ich auch mal schauen, wo das dann hinkommt. Die einzelnen Teile, die Bottom- und Top-Plate, die Arme vom Frame. Was vielleicht eine kleine Besonderheit ist, die Kamerahalter vorne, die sind aus Alu gefräst, sehr nett, sieht richtig gut aus.
Dann haben wir sämtliche Schrauben und Standoffs natürlich dabei, die wir für den Aufbau brauchen. Und ein XT60-Connector, der fest im Frame dann integriert ist. Ist auch eine sehr tolle Lösung. Gefällt mir auch sehr gut. Das ist die Schraube für die GoPro. Brauchen wir erstmal nicht. Und es liegen zwei Akku-Stripes mit bei. Finde ich ganz nett. Sehen auch gut aus. Genau, dann haben wir noch eine kleine Anleitung hier mit drin. Mal schauen, ob ich die rausbekomme. So, also einmal eine Übersicht, wie das Ganze nachher aufgebaut werden soll. Ein QR-Code zum Hersteller, zur Website, und es gibt auch noch ein paar Sticker. Sticker sind ja immer das Wichtigste, wie wir alle wissen. So, ich habe jetzt mal das meiste hier ausgepackt, damit ich hier gleich anfangen kann, alles zusammenzuschrauben. Das ist das Battery Pad, was hier mit dabei ist, der erwähnte XT60 Connector, der später natürlich noch verlötet werden muss. Auch in dem Teil ist noch ein Logo mit drin, für was genau, wie auch immer das nachher genau hält. Mal sehen, mal abwarten. Genau, da die Frame-Version die Deadcat-Version ist, haben wir unterschiedlich lange Arme mit drin. Und jetzt fange ich mal an und schaue, ob ich das gute Stück irgendwie zusammenkriege, sodass es Sinn ergibt. So, was sich natürlich immer empfiehlt, ist auch, sich das Werkzeug schon mal zurechtzulegen. Später für die Propeller habe ich hier einen Schlüssel mit 8 mm, eine Zange, ich habe das Epic-Set mit den Imbusschlüsseln in der Größe 2,5, 1,5 und 2 mm und hier ist nochmal ein Steckschlüssel mit 5,5 mm. Genau, was ich auch noch dann zum Löten später gerne nutze, sind unterschiedliche Pinzetten, so dass man die Kabel gut greifen und positionieren kann. So, jetzt habe ich mal angefangen, das grob zusammenzustecken. Und ich baue das Ganze mit diesem Zeus FC. Ich hoffe, man kann das sehen. Und dem 4&1 ESC von Zeus. Also hier der FC nochmal. Ist ein 722er. Und das ist dann ein 30x30 Stack. Der Frame bietet aber auch die Möglichkeit, die kleinere Lochmaße, also für ein 25x25 zum Beispiel, zu nutzen und so auch die kleineren FCs verbauen zu können. Genau, also das Übliche, hier wieder die Sticker dabei, der FC selber mit einem USB-C-Anschluss. Dann haben wir hier alle möglichen Kabel, um das Ganze nachher zu verbinden. Silikondämpfer, damit der FC ein bisschen schwingungsgedämpft wird. Und der, muss ich schnell aufschneiden hier. Und der ESC auch wieder mit Stickern. Hier mit den Lötpads, alles schön zu sehen, alles schön groß, kann man gut anlöten und verbinden. Wird dann über ein Kabel hier mit dem FC verbunden, sodass man hier nicht viel tun muss. Dann haben wir hier Anschlusskabel. Wir hätten hier nochmal ein XT60 dabei, auch nochmal Silikondämpfer, Verbindungskabel und einen Elko mit 1000 UF,
Genau, 1035 Volt, 1000 UF. Also alles sehr gute Qualität, alles sehr hochwertig. Und eigentlich alles dabei, was man braucht. Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, hier in das Carbon rein, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ist ein bisschen schwierig. Hier sind Gewinde drin für die Schrauben, also man kann die hier in der oberen Platte nicht einfach durchstecken. Das sind also tatsächlich Gewinde und man muss die Schrauben durchschrauben. So, jetzt geht's darum, die Arme richtig zu verschrauben, sprich, da brauchen wir die richtige Schraubenlänge an der richtigen Stelle. Das sind einmal die 18 und 19, das heißt M3 mal 16 und M3 mal 12 mm. Die längeren 16 mm gehen an den Stellen durch den Frame, wo nachher die Standoffs angesetzt werden. Man sieht das hier. Das ist schön vorgefräst, so erkennt man direkt, welche Bohrung für welche Schraube oder für welche Aufgabe da ist. So, jetzt ist das soweit grob vormontiert, dann sieht das so aus. Das Logo hier hält durch die Arme, die klemmen das ein. Ist also alles sehr schön, sehr gut verarbeitet. Auch die Kanten sind alle gebrochen. Also das ist wirklich, da hat man nichts. Das ist jetzt auch nicht, ich habe den Frame auch nicht vorher abgewaschen. Also es ist kein Carbonstaub dran, was auch wieder für die hohe Qualität spricht. Das sind wirklich sehr dicke Arme. Ich meine, 6 mm sind das. Genau, so sieht das bis jetzt aus. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter schrauben und zeige euch dann gleich den nächsten Zwischenstand. So, was mir jetzt aufgefallen ist, zumindest sehe ich es nicht, die Bezeichnung für diese Schrauben, das werden M2-Schrauben sein. Und es ist auch keine Bauteilbezeichnung für dieses Teil hier. Das kommt hier dazwischen, um den GPS-Mount dann befestigen zu können. Und was auch fehlt oder ja, was halt auch nicht gemacht wurde, sind hier hinten die Fräsungen für die kürzeren Standoffs. Hier vorne hat es überall schön Fräsungen. Das hält dann auch von allein, also man braucht keine Zange oder Werkzeug, um das festzuhalten. Da wäre es natürlich schön gewesen, wäre das hinten auch so gewesen. Und diese zwei Beschriftungen, das ist ein bisschen schade, ist jetzt natürlich alles Jammern auf hohem Niveau. Und wer einen IKEA-Schrank zusammenbauen kann, kriegt auch das hin. Aber ja, schade, dass das irgendwie fehlt an der Stelle. So, ich habe jetzt hier gerade mal zum Testen, ob das alles passt, die Silikondämpfer hier in den 4N1 ESC eingesetzt. Und wenn man es vielleicht ein bisschen erkennen kann, das sieht so aus, als wäre der ab Werk schon gecoated. Das ist natürlich sehr cool. Habe ich jetzt so nicht speziell gelesen in der Beschreibung, werde ich nochmal nachschauen. Aber von der Oberfläche sieht das auf jeden Fall schon mal so aus, als wäre da schon ein Schutzlack drauf. Sehr coole Sache. So, und auch hier wieder sieht das so aus, als wäre der bereits gecoated, also auch dieser Schutzlack drüber, damit zum Beispiel Feuchtigkeit nicht den ganzen FC oder ESC beschädigt. Also sehr cool, wusste ich nicht, muss ich nochmal nachschauen, oder vielleicht wisst ihr das ja auch, ob das standardmäßig so ist, ob das ein Zeus-Qualitätsmerkmal sozusagen ist. So, und auch den kann ich jetzt hier schon testweise mit aufsetzen. Man sieht also, das passt soweit wunderbar. Ich habe mir dann hier noch später auch für den Crossfire-Empfänger so einen kleinen FC-Guard gedruckt, der dann hier noch drüber kommt. Dann wird hier am Ende noch der Lipo-Strap drüber gehen. Das passt also soweit alles wunderbar. Genau. Auch sonst sieht das schon sehr gut aus, finde ich.
Hier hinten kommt die Empfängerantenne rein. Hier dann die Antennen vom Voxnail-System. Vorne natürlich die Kamera dann noch hier dazwischen. Und die Motoren fehlen natürlich auch noch. So, aber für eine erste Stellprobe quasi sieht das sehr gut aus. Bin ich schon sehr zufrieden. So, ich habe jetzt hier die Motoren mal ausgepackt. Sehen auch sehr cool aus mit diesem Blau. Passt auch gut, finde ich, zum restlichen Design. Das sind 1960 kV, 2207er Motoren. Die platziere ich jetzt schon mal auf dem Frame entsprechend. Ja, und dann bin ich für heute auch schon fast durch. Das Löten und die Verkabelung folgen dann. Ich zeige euch abschließend dann nochmal kurz den fertigen Copter soweit, wie er jetzt ist. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und dann werde ich gerne auch das Löten in einem zweiten Video nochmal zeigen. So, jetzt ist er soweit wirklich schon vorzeigbar. Man sieht, was es werden soll. Ich finde, die Farben sind richtig cool. Mir gefällt das sehr. Ist natürlich immer individuell. Generell Super Frame hat total Spaß gemacht, den soweit aufzubauen. Wie gesagt, ein, zwei kleine Optimierungsmöglichkeiten gibt es bestimmt noch, gerade was die Anleitung und die Beschriftung betrifft. Ansonsten, wie gesagt, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Der Frame ist soweit montiert. Als nächstes geht es dann weiter mit der Verkabelung. Unter anderem kommen auf die Arme dann noch so Race Wire, damit da ein bisschen LED und Bling Bling und so ist. Genau. Insgesamt dann, denke ich, ein recht schöner Bild geworden. Die Propeller, wie gesagt, sind dann auch nochmal farblich abgestimmt. Der nächste Quad ist ja auch schon in Planung, der Quad Mular Siren F5 oder F5 Siren. Genau, den werde ich dann auch demnächst bauen. Jetzt werde ich erstmal, wie gesagt, diesen hier fertig machen. Das war jetzt das erste Video in der Art hier bei mir, auch auf meinem Kanal. Wenn euch dann eben die letzten Schritte, sprich das Löten, die genaue Verkabelung, vielleicht auch ein bisschen Programmieren mit dem Betafly da anpassen, auch alles noch interessiert, dann, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mich das wissen, dann mache ich das gerne nochmal. Ansonsten den Frame selber habe ich bei RC Hangar gekauft. Die haben den an Lager, soweit ich weiß. Ja, die einzelnen Komponenten, da könnt ihr natürlich gerne auch, wie mit allem anderen, beim Dealer eures Vertrauens kaufen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Einblick gekriegt über den Frame, wie der aussieht, wie man den aufbaut, was man so machen kann. Wie gesagt, Motoren hatte ich erwähnt. Stack habe ich erwähnt, den ESC, als Video, wie gesagt, Voxnail schlussendlich, Kamera passt auch, habe ich auch schon kontrolliert, die Kabellänge ist auch ausreichend. Was ich jetzt noch gucken muss oder möchte, ist ein TPU-Mount für den Wi-Fi Finder Mini. So, jetzt war auch noch der Akku von meiner Kamera leer. Akku hatte ich noch vergessen. Den habe ich mir jetzt zum Testen mal bestellt, den Bonco Power kannte ich bisher auch nicht, wird aber auch sehr gelobt von vielen. 1380 mAh, hat mir auch die Waage noch schnell organisiert, so ein bisschen anders, ich hoffe man kann es sehen. Der Akku wiegt jetzt 223 Gramm,
der fast fertige Frame liegt dann mit den TPU-Teilen, aber die VTX fehlt noch, die Kamera fehlt noch. Also ich schätze mal, dass es so um die rund 450 Gramm wird er circa wiegen, plus die 200 eben vom Akku. Da sind wir so bei knapp 700 Gramm. TPU-Mount muss ich jetzt noch erstellen für den Wi-Fi Finder. Und für die Elgos ist auch kein TPU-Mount vorgesehen. Die zwei Sachen werde ich jetzt also noch erstellen und drucken. Und dann geht es, wie gesagt, in einem nächsten Video noch ums Löten und um den, ums Fertigstellen von dem Copter. Aber ich denke, soweit habt ihr hoffentlich einen guten Einblick bekommen. Der Frame, wie gesagt, für meine Begriffe auch sehr hochwertig. Macht einen sehr robusten Eindruck. Kann mich also nicht beklagen. Ja, dann hoffen wir, wir sehen uns bald wieder. Oder ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe auch, ihr hattet etwas Spaß. Und wie gesagt, ich freue mich über ein Abo, ich freue mich über Kommentare. Lasst mich wissen, ob ihr sowas in Zukunft gerne öfter sehen möchtet. Bis dahin, macht's gut und tschüss.